Frage ist natürlich, ist denn der Herr Taufmann vom Pinkelzer heute hier? Und möchte sich zu der Sache mal äußern, die er so in die Zeitung geschrieben hat letzte Woche? Wo die Bauern wieder als rechtsradikal hingestellt werden und mit früheren NS-Zeiten verglichen werden. Da kann sich natürlich gern bei mir melden und kann nach der Veranstaltung einen Redebeitrag bei mir anmelden. Sprechen wir die anderen Respekt. Wir sind die Mitte, um nochmal allen mitzuteilen, dass wir weder links noch rechts noch sonst irgendwas sind. Wir sind die Mitte. Die Abwehr los! Wir sind die! Die Abwehr los! Wir sind die! Wunderbar! Was hier Jürgen Zimmermann ist dabei?
Fall passiert, wenn der Ethos wiederkommt. Wir sind die! Ihr habt mir was? Wir sind die! Ihr habt mir was? Wir sind die! Ihr seid klasse! Ich kann euch nicht hören! Berge und Umgebung. Ihr wart klasse. Danke, dass ihr da wart. Also ich möchte auch nochmal auf das Thema Prignitzer zurückkommen, dass ich das wirklich eine Riesensauerei finde, was die Presse hier so zurechtschreibt, wie sie unseren Bauernstand hinstellt und mehr oder weniger auch jeden einzelnen Bürger und jeden Unternehmer. Ich finde es eine riesengroße Sauerei, dass es mit solchen Zeiten verglichen wird. Was war denn mit Corona? Ungeimpfte werden hier nicht bedient, stand überall. Muss man mal so sagen, wie es ist. Dann habe ich noch eine zweite Sache. Ich habe unsere Spendenurne wieder hingestellt. Wir lassen gerade für alle Teilnehmer Aufkleber anfertigen. Könnt ihr ans Auto machen, könnt ihr euch auf die Handtasche kleben, ist egal, Hauptsache ihr habt was. Ich würde sagen, wir waren dabei. Des Weiteren habe ich eine kleine Hausaufgabe für euch. Nimmt sich jeder mal einen Zettel zu Hause und schreibt auf, wie euch eure Zukunft, unsere Politik und so weiter vorstellt. Kotzt euch richtig aus. Ich stelle nächste Woche den Tommy hier ein. Das soll ganz anonym bleiben. Da schmeißt mir die Zettel rein und dann werten wir das aus und machen daraus richtig Punktepapier. Dann tun wir in der ganzen Prignitz und Ostprignitz und überall werden Anhänger aufgestellt von den Landwirten. Da wird das richtig zur Schau gestellt, wie die Leute sich zukünftig unsere Politik vorstellen. Leute, macht das als Hausaufgabe. Nehmt einen kleinen Schmierzettel und kotzt euch aus, was euch nicht gefällt und wie ihr es zukünftig haben wollt. Schönen guten Abend. Ich begrüße alle BürgerInnen und außen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Mario B. aus W an der E. Einige Wittenberger kennen mich persönlich, manche vielleicht durch das Fernsehen. Ich war beim ZDF Spezial zum Thema Bauernproteste Anfang des Jahres. War auch kurz ein Interview. Von der Viertelstunde Sendung waren ungefähr 3 Minuten Bauern zu hören und der Rest war in unseren sogenannten Qualitätsmedien wieder mal das übliche Rumgehacke. Alles Rechte und den Bauern geht es eigentlich so gut, erzählt das so Dr. Professor die ganze Zeit, die haben eigentlich gar keinen Grund mehr auf die Straße zu gehen. Ne? Also das fand ich schon mal eine richtige Schweinerei. Gut, man erwartet ja vom ZDF auch nicht viel mehr. Zum Glück gab es andere Sender, die meine Interviews ein bisschen länger und ausführlicher gebracht haben, wo auch ein bisschen mehr rüberkam von dem, was gesagt wurde und nicht nur so ein Rumgehetze. Eine Kernaussage, die ich da getroffen habe, die sogar vom ZDF gesendet wurde, war, dass egal ob rechts oder links, jeder sich gegen diese Regierung auflehnen kann und sagen kann, er findet das nicht mehr in Ordnung, wie es hier abläuft, die Inflation immer weiter steigt, die Lebensmittelpreise, die steigen, das geht eigentlich uns alle was an, nicht nur die Bauern. Ich bin bereits am 8. Januar mit dem Traktor nach Berlin gefahren, da war die erste große Demo in diesem Jahr. Bin auch an dem Folgemontag am Brandenburger Tor gewesen und habe viele Gespräche mit anderen Landwirten geführt. Und wir haben uns auch viel Gedanken darüber gemacht, wo führen die Proteste hin, was können sie bringen. Und man muss sich mal ganz ehrlich machen, auch wenn wir rufen, die Ampel muss weg, das wird nicht passieren, weil wir hier stehen und demonstrieren. Ne? Also das ist klar, diese, sag ich mal, Politikerriege wird in ihrer Dekadenz da oben am Stuhl weiterkleben. Und durch so einen friedlichen Protest wie von uns
wird die sich da nicht vertreiben lassen. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sind wir trotzdem hier? Was können wir tun und was bewirkt es? Letzten Endes können wir eigentlich nur andere Leute dazu bewegen, aufzuwachen, dass die mitkriegen, okay, die sind mit ihrer Meinung vielleicht auch nicht ganz alleine, hier sind noch mehr. Und auch wenn es jetzt nicht direkt bringt, auf der Straße zu sein, jeder sollte spätestens bei der Wahl wissen, wo er sein Kreuz zu setzen hat. Und nicht immer auf diese Politbonzen hören und immer sich erzählen lassen, einfache Lösungen gibt es nicht und all so ein Schwachsinn, wählt bloß nicht bestimmte Parteien. Das ist einfach nur Leute an der Nase herumführen. Die haben 10 Jahre mindestens schon alle gezeigt, dass sie nicht können. Ja? Und dann brauchen die mir nicht erzählen, es gibt keine einfache Lösung. Ich warte auf diese Lösung nicht noch 100 Jahre. Und wir haben ja demnächst auch mal Bürgermeisterwahlen, auch wenn unser Dr. Oliver Herrmann sich immer als parteilos darstellt. Letzten Endes hat er sich für die SPD als Kandidat aufstellen lassen, für die Bürgermeisterwahl in Wittenberge. Und letzten Endes ist er auch denen irgendwo wohlgesonnen. Und auch wenn du der Bürgermeister ist oder der Landrat oder auch Herr Woidke, alle stellen sie immer hin. Naja, mit Bundespolitik haben wir eigentlich gar nichts zu tun, da können wir gar nichts dafür und wir sind auch für das Volk und all so ein Schwachsinn. Diese Leute da unten in den unteren Abteilungen stützen letztendlich die da oben. Und nicht andersrum. Ne? Das darf man dabei nicht vergessen. Jetzt bei unserer Bürgermeisterwahl ist ja leider nur ein Kandidat. Also nur der letzte Bürgermeister halt, Oliver Herrmann. Ja, was kann man da machen? Ja, entweder macht man seinen Zettel ungültig, wenn man mit dieser Politik nicht einverstanden ist, oder man geht gar nicht zur Wahl, um denen zu zeigen, dass man damit nicht mehr einverstanden ist. Ne? Eine andere Lösung sehe ich jetzt jedenfalls auf Anhieb so nicht. Meiner Meinung nach ist der Deutsche mittlerweile nur noch dafür da, um gemolken und gegängelt zu werden. Was anderes passiert in diesem Land nicht mehr. Wenn man sich die Proteste in Frankreich anschaut, merkt man, dass man auch kurzfristig und schnell was bewegen kann mit einem entsprechenden Protest. Der sieht aber anders aus wie hier bei uns. Hier haben die Leute einfach noch zu viel Angst. Ne? Das ist einfach mal Fakt. Und daher werden wir keine schnelle Lösung kriegen, erst über Wahlen. Daher fand ich es auch ein bisschen traurig, wo der Veranstalter vor einigen Wochen ja schon mal sich für die tolle Unterstützung der Polizei bedankt hat. Also da kann ich nur sagen, auf gute Zusammenarbeit mit unserem Henker oder wie. Also letzten Endes unterstützt uns doch die Polizei hier nicht. Die sperren vielleicht ein paar Straßen ab, aber für wen denn? Für uns, damit wir nicht falsch abbiegen bei der Demo. Ist ja alles super angemeldet, ne, und muss ja alles seinen geordneten Gang gehen. Es ist auch traurig genug, dass wir in Deutschland überhaupt eine Demo anmelden müssen. Ja, da ist von Demokratie, finde ich, schon gar keine Rede mehr. Letzten Endes, wie gesagt, passt die Polizei nur auf uns hier auf, damit wir uns ordentlich verhalten. Und wenn es da nicht mehr passt, unsere Demo, und irgendwer anordnet Knüppel raus, dann wird die Sache niedergeknüppelt. Das ist Demokratie. Und wenn denen irgendwas nicht gefällt, dann wird unsere Demo halt verboten oder wird gar nicht erst zur Anmeldung zugelassen. Das ist die Realität in Deutschland, unserem sogenannten demokratischen Deutschland. Letzten Endes noch eine Sache zur Polizei. So wie der Name schon sagt, die Polizei ist die Staatsgewalt. Die Gewalt des Staates richtet sich aber grundsätzlich im Normalfall nicht gegen den Staat, sondern gegen die Bevölkerung. Und das Volk sind letzten Endes natürlich wir. Und daher brauchen wir uns nicht irgendwelche Illusionen machen, auf eine Unterstützung der Polizei brauchen wir nicht hoffen. Genauso wie im Rechtsstaat, so wie er sich ja hier nennt, eigentlich bloß der Staat immer Recht hat. Jeder, der schon mal hier vorher Gericht wegen irgendeiner Sache war, kennt die Spektakel. Ob Staatsanwalt, ob Richter, letzten Endes alles eine und dieselbe Suppe. Und die Polizei stellt sich dann oftmals noch als John Wayne höchstpersönlich da, als Richter, Vollstrecker und gesetzt alles in einem. Genau, so wie Sie gerade sagten, die Partei hat immer recht. In Deutschland ist es mittlerweile strafbar, passiven Widerstand zu leisten. Also wenn man den Anweisungen der Polizei nicht folgt. Also das ist Demokratie vom Feinsten. Es werden auch immer wieder
härtere Gesetze und Strafen gefordert, wenn man Rettungskräfte, Hilfskräfte und die Polizei behindert, angreift oder dergleichen. Ich frage mich, was hat die Polizei schon mit Rettungs- und Hilfskräften zu tun? Das sind Gesetze, damit der Bürger nicht mehr aufmuckt und klein und leise bleibt und ja nicht wagt, sich dem sag mal, zu widersetzen, was von oben angeordnet wird. Weil das setzt die Polizei letztendlich ja hier durch. So, und jeder hat wohl Verständnis, dass wenn Rettungskräfte und Hilfskräfte angegriffen werden, dass da die Strafen erhöht werden, aber nicht über die Hintertür politischer Protest unter Strafe gestellt wird letztendlich schon und man nur noch das zu tun hat, was von oben angeordnet wird. So. Bereits bei den Corona-Demos hat man ja gesehen, wie die hässliche Fratze der Polizei aussieht. Da wurden Rentner und Muttis zusammengeknüppelt, ja, und da war nicht davon die Rede, dass mal einer von denen nachdenkt, was er da überhaupt tut. Und zur Verantwortung gezogen wird von denen sowieso keiner, weil sie unterstützen ja letztendlich die Macht dieses Staates und das ist unsere Regierung und nicht die Interessen des Volkes. Selbst Amnesty International hat schon vor etlichen Jahren festgestellt, dass Deutschland immer weiter in einen Polizeistaat hineinrutscht. Da sollte man sich mal Gedanken drüber machen, letzten Endes. Ne? Gut, man kann jetzt von der Polizei auch nicht so viel erwarten. Der durchschnittliche Polizeibeamte ist dümmer als 5 Meter Feldweg. Das ist auch so gewollt, weil er hat Befehle zu befolgen und nicht drüber nachzudenken, wie er da handelt. Ne? Das ist seine Aufgabe. Jetzt werden sicherlich schon einige sagen, naja, irgendjemand muss ja hier für Recht und Sicherheit und Ordnung sorgen, wir brauchen ja die Polizei. Na gut, da frage ich mich, wo sorgt die denn hier für Recht und Sicherheit und Ordnung? Man, nach Berlin kann man sich kaum noch hintrauen, nachts auf jeden Fall nicht. Gegen bestimmte Strukturen gehen sie natürlich auch nicht vor. Also von daher, also Sicherheit und Schutz, also ich sehe überall Polizei, aber keine Sicherheit. So. Den einzigen, den die Polizei schützt, ist die aufgeblähte Verwaltung, irgendwelche dekadenten Regierungspolitversager und irgendwelche Schreibtischtäter, die die Bevölkerung tagtäglich gängeln. Wenn es da aber darum geht, irgendwelche Gruppenvergewaltigungen zu verhindern, dann sind die immer irgendwie weg, weil die steigen ja seit Jahren immer jetzt immer mehr die Zahlen. Ne? Und ja gut, da sollte man vielleicht eher über eine Bürgerwehr nachdenken, die wäre sicherlich effektiver als unsere Polizei hier in Deutschland. Ne? Man kann natürlich auch sagen, ja, ganz ohne geht es ja nur ohne, sicherlich. Aber man kann natürlich auch auswählen, wer überhaupt noch in die Polizei rinkommt und nicht irgendwelche Schwarmaten. Weil es wird auch zum Beispiel keiner in Nordkorea auf die Straße gehen und sagen, oh, die Polizei ist so schön für unseren Schutz da, aber da kommen wir irgendwann hin, wenn wir hier nicht bald aufpassen. So. Kurz nochmal zur Sicherheit in unserer Polizei. Da habe ich ein gutes Beispiel. Der Polizist Thomas Galla aus Perleberg liegt schön in seinem Bett und träumt vor sich hin, wahrscheinlich wie er dem nächsten Schulkind das Taschengeld aus der Rippen leiern kann, weil keine Klinge am Fahrrad ist. Und zur selben Zeit klauen ihm irgendwelche osteuropäischen Banden sein Audi unterm Carport vor der Haustür weg. Sag mal, wenn er nicht mal für seine eigene Karre aufpassen kann, wie will er dann auf meine Sicherheit aufpassen? Da lache ich mich kaputt über so eine Witzfigur. Da fällt mir auch noch der Dorfscharif aus Lenzen ein. Herr Predel schikaniert mich hier bei jeder Demo. Kommt an, der Trecker steht hier verkehrt. Kommt an, mit letzten Montag hat einen Strafzettel gekriegt, weil er nicht schnell genug war. Weg war. Heute kam vom Stern aus, wurde der ganze Konvoi gestoppt von der Polizei, weil man dachte, ich hätte den Konvoi verlangsamt, wo sie rausgestellt hat. Stimmt gar nicht. Also tägliche Gängeleien durch Behörden und Polizeibeamte. Im Anschluss hatte sich letzten Montag sogar Herr Predel beim Veranstalter ausgeheult und gebettelt, dass ich vielleicht ausgeschlossen werde von dieser Demonstration. Ich lach mich kaputt. Der Veranstalter ist dieser Aufforderung glücklicherweise nicht nachgekommen, weil wo würde das hinführen? Dann schließt mal demnächst einen aus, der hat einen blauen Trecker, könnt ihr an der AfD erinnern, der nächste, da passt die Frisur nicht oder dergleichen, dann brauchen wir nicht mehr demonstrieren gehen. Wir dürfen uns hier nicht auseinander dividieren lassen und von diesen
vor einmal absoluten Spinnern, auf Deutsch gesagt, die denken, die können mit dem Volk machen, was sie wollen. Jawohl! Ich weiß nicht, ob der Rechtsanwalt Frank Hannig einen was sagt. Der hat jetzt leider das Handtuch geschmissen. Er hatte zu Beginn der Proteste eine Hotline eingerichtet, ist ein Rechtsanwalt, hat gesagt, um Landwirte zu unterstützen, die von Polizeigewalt und Repressalien betroffen sind im Zusammenhang mit den Demos. Der hat jetzt leider Tanto geschmissen, weil er auch auf einer Demo angemeldet vom Bauernverband wieder ausgeladen wurde als Redner, weil der Verfassungsschutz gesagt hat, Mensch, den dürft ihr doch nicht reden lassen. Hallo? Das ist doch mittlerweile ein Ritterschlag, wenn man vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Jeder, der normalen Verstandes ist. Jeder, der normalen Verstandes ist, wird doch in diesem Land als rechtsextrem bezeichnet. Mittlerweile. Wenn selbst unser ehemaliger Verfassungsschutzpräsident Herr Maaßen schon als vom Verfassungsschutz beobachteter Extremist behandelt wird, na dann brauchen wir uns doch nicht mehr wundern. Bloß lassen wir uns doch von denen da oben nicht erzählen, wer hier wann wo zur Demo kommen kann. Gut, ich fordere allerdings auch den Veranstalter auf, eine klare Position zu bekennen, wofür wir hier stehen. Und ich möchte hier nicht zum Auswahltraining zum Helfer der Volkspolizei kommen. Also da, dann kann ich mir das Ganze sparen. Da kann ich auch zu Hause bleiben und meine Hühner ficken. Ganz ehrlich. Oha. 1989 wurden auch keine Demos angemeldet, so wie der in unserer tollen Demokratie hier immer wieder erfordert wird. Auch von Herrn Dr. Oliver Herrmann, der sagt ja, wie toll es ist hier, dass wir so unsere demokratischen Grundrechte wahrnehmen. Ganz ehrlich. Nur solange denen da oben passt und ansonsten wird die Demo verboten. Wir warten doch mal ab. Sollte der Veranstalter sagen, er kann sich nicht so doll bekennen hier, weil es dann wieder Repressalien gibt, die Demo verboten wird oder sonst was dergleichen. Gut, dann ist der Weg frei für Spaziergänger am Montag. Und ich hoffe, dass zahlreiche Spaziergänger am Montag unterwegs sein werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und gebe das Mikro weiter. Ja, danke schön erstmal für den Vortrag. Ich hätte es mir natürlich ein bisschen ruhiger, ein bisschen sachlicher gewünscht. Schlussendlich, ich bin heute Abend der Veranstalter für diese Veranstaltung. Wenn ihr als Bürger schlussendlich ohne Anmeldung auf die Straße gehen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Aber schlussendlich veranstalten wir im Orga-Team das alles, dass es vernünftig, glimpflich und ohne Gewalt abläuft. Und das funktioniert nicht ohne Polizei. Das muss ich mal so sagen, wie es ist. Dann hat das Ding ganz schnell einen Haken, wenn wir dem nicht Folge leisten. Und wir müssen nicht vielen Dingen Folge leisten. Das läuft eigentlich von selbst, wenn sich jeder normale Mensch wie ein normaler Mensch benimmt. Dankeschön. Ja, eigentlich will ich so beginnen wie beim letzten Mal. Auch da hatte ich eigentlich überhaupt nicht vor, etwas zu sagen. Aber es gab dann doch Punkte, die mich bewogen haben, meine Stimme zu erheben. Zunächst natürlich das Obligatorische, wenn ich ein Mikro greife, ist denn die so viel gepriesene freie Presse anwesend? Was hier lauter? Ist denn die viel gepriesene freie Presse anwesend? Ich kann eigentlich nur noch mal wiederholen, hier gilt der Paragraph 5 des Grundgesetzes und der endet mit dem Satz, eine Zensur gibt es nicht. Für uns hier gilt es jedenfalls. Na gut, hat sich keiner gemeldet, müssen wir mit leben. Aber dann wird eben Herr Hanno Tauchenbach immer und immer wieder aufgefordert. Und vielleicht kommt es auch zu seinen Ohren, auf jeden Fall steht schon mal eines fest, mein Geld kriegen die nicht. Aber der eigentliche Grund, warum ich hier stehe, eine Meldung, Katharina Barley, SPD-Spitzenpolitikerin für die EU-Wahl, hat es doch dazu bewogen, für Europa jetzt Atomwaffen zu fordern. Sie zweifelt an der Unterstützung von Amerika nach einigen Äußerungen von Trump und möchte jetzt eigene Atomwaffen fordern. Also ich frage mich, was geht im Kopf dieser Frau rum?
Hat die keine Bilder gesehen von Hiroshima und Nagasaki? Muss man die erst bei der in der Wohnstube an der Wand tapezieren? So krank kann doch keiner sein. Auch ein anderer Politiker hat namhaft auf sich aufmerksam gemacht. Herr Marco Buschmann, FDP, unser Justizminister, er hat es mit den Stimmen von SPD, FDP und Grünen geschafft, das Kinderpornogesetz in Deutschland abzuschwächen. Nach diesen drei Parteien ist der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie keine Straftat mehr, sondern nur noch ein Vergehen und wird minder bestraft. Als Vater und auch als Großvater kann ich nur sagen, voll Teufel, voll Teufel! Was geht in den Köpfen los? Ich habe es schon mal erwähnt, wenn die FDP nicht mehr mitkriegt, wie deren Zustimmungswerte sind, Mensch, wenn die sich auflösen wollen, sollen sie es doch machen, dann geht doch viel einfacher. Aber auch die kriegen definitiv meine Stimme nicht. Und einen dritten Grund gibt es, und damit auch gleich der letzte, warum ich hier stehe. Ein Zeitungsbericht unserer ach so glorreichen regionalen Presse, den ja sicherlich viele gelesen haben. Und dort hat sich dann auch eine Frau Bärbel Treutler zu Worte gemeldet. Ich zitiere. Aber Menschen gezielt auszugrenzen, das geht nicht. Also, ich würde dieser Frau gern mal meinen Weg miterklären, nachdem ich mich 2020 erklärt habe, dass ich mich nicht impfen lassen werde. Wie viele Schilder ich gelesen habe, wo ich überall nicht reinkomme. Ja? Sicherlich mit mir viele andere auch. Wenn diese Frau das Wort Ausgrenzen in den Mund nimmt, dann ist schon die Erwähnung dieses Wortes eine Lüge. Nichtsdestotrotz, wir haben hier gezeigt in etlichen Demonstrationen, dass es bei uns friedlich zugeht. Ich lade Frau Treutler gerne ein, dass sie auch hier an einem Montag dann mal dazu Stellung nimmt. Jawohl! Und dann kann sie uns erklären, wie sie das meint. Und ihr Mann hat sich im Zusammenhang mit dem Beginn der Traktoren- und Lkw-Demos gegen Herrn Detlef Benecke ausgesprochen und hat dort geäußert, dass er das überzogen findet. Er wird uns sicherlich erklären können, wenn seine Parteikollegen 98.000 Euro für einen Friseur ausgibt, dass das sicherlich nicht überzogen ist. Und wenn sein Parteikollege 400.000 Euro für einen Fotografen ausgibt, dann ist das sicherlich auch nicht überzogen. Das muss dann sicherlich so sein. Also darüber bitte nochmal nachdenken. Aber wie gesagt, mein Hauptanliegen war dieser Buschmann. Der ist auf dem Weg, oder Deutschland ist auf dem Weg, Kinderpornografie zu legalisieren. Und das geht gar nicht. Danke. So, mein Name ist Hans-Gorg Wulff. Ich bin Tischlermeister in Deetz, dass du wie und so weiter. Das ist natürlich das Problem. Ich bin seit 2022, geht es los mit den Demonstrationen. Und bin hier gewesen. Wir hatten leise Sparschen gehabt, wir haben jetzt ganz viel mit lauter Musik. Ich muss mir Ohrstöpsel nehmen, ich würde gerne mit Leuten sprechen und eine Stimme geben. Stimme heißt auch ein Lied. Wir hören viele bunte Lieder, es ist schön. Ich sitze mal einfach ins Blaue, es wird symbolisch. Die Gedanken sind frei. Lassen wir wie die Marseillaise vereinen, die Franzosen oder die sind die linke, rechte, alle Kräfte und marschieren zusammen. Wir haben so viele Interessen, die hier stehen. Und wenn wir auch ein Lied haben und wenn es die Gedanken sind frei sind, die gespielt werden von unserem LKW und wir singen erst wenige und dann immer mehr mit,
und das zieht Leute. Wir geben uns eine Stimme, eine Gemeinschaft. Und das ist ganz wichtig. Ja, das ist wichtig, eine Stimme, nicht die Marseillaise. Die Gedanken sind frei. Es gibt auch andere schöne deutsche Lieder. Wir haben einen riesengroßen Liederschatz in Deutschland. Aber das wäre mein Tipp. Sollte man der Veranstaltung darüber nachdenken, sowas zu machen. Und wenn das Lied gesungen wird, ist Ruhe, dann singen wir alle mit. Ob wir das ein, zwei oder dreimal zu unserem Marsch gehen, ist egal. Und zwischendurch passiert alles andere. Das wäre meine Meinung. Gesagt ist alles über unsere Politik. Ich will jetzt nicht noch was draufhauen. Von Intervenz und sonst und BAG. Ist alles gesagt. Ich komme jeden Montag wieder, wenn ich kann. Und ich würde lieber zu Hause sitzen und mich freuen und auf den nächsten Arbeitstag vorbereiten. Aber ich bin hier. Und ich wünsche, dass alle wieder kommen. So, danke schön. Einen schönen guten Abend. Ich brauche eigentlich kein Mikrofon, ich bin tot und laut genug. So, wir sind von Paramünde, Stellnerer sind auch dabei. Wir möchten euch gerne einladen, am 8.3. nach Paramünde zu kommen. Denn wir müssen mehr werden. Denn wenn es nicht so weit ist, dass die Bauern auf den Acker müssen, dann darauf warten auch die Politiker. Darauf warten sie. Wir müssen trotzdem mehr werden, ob das Rentner sind, Handwerker sind oder im Gesundheitswesen. Wir müssen mehr werden. So, und deswegen möchten wir euch herzlich einladen nach Paramünde am 8.3. von 16 Uhr bis 19 Uhr. Dankeschön. So, um das nochmal anzusprechen, das Thema, dass wir vielleicht hier mit unserer Bewegung nichts politisch großartig anrichten, aber wir hier und in ganz Deutschland, wir fallen schon auf. Also es ist nicht so, dass sich da oben bei den Politikern keiner Sorgen macht. Wir sind schon im Gespräch. Jetzt muss man mal so sagen, wie es ist. Die Ampel muss weg! Jawohl! Die Ampel muss weg! Wir sind das! Voll! Die Ampel muss weg! Wir sind das Volk! Die Ampel muss weg! Wir sind die Mitte! Dankeschön, schön, dass ihr hier wart. Bis nächste Woche. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken. Herzlich bedanken für die zahlreichen Spenden. Also letzte Woche haben wir wirklich einen Betrag von 672,23 € eingenommen. Das setzen wir natürlich um. Wie gesagt, ich verspreche euch die Aufkleber in zwei verschiedenen Größen. Könnt ihr euch einen Traktor kleben, ans Auto, auf die Handtasche, wie auch immer. Wir haben jetzt auch immer Süßigkeiten für die Kleinen bei, die es wirklich ja auch aushalten müssen, weil die Eltern dabei sein möchten. Das ist kein Problem. Und wir werden auch noch einen großen Banner anfertigen, der auch für alle zu sehen ist. Dankeschön, Leute, dass ihr hier seid. Bis nächste Woche. Ich habe gerade die Info bekommen, diesen Freitag ist in Stendal. Ebel, gut seid. 15 Uhr Sternfahrt, 17 Uhr Mahnfeuerschützenplatz. Ja! So, nochmal kurz zum Thema Werbung machen für die nächste Demo. Stendal wäre Freitag, 15 Uhr bis 17 Uhr Sternfahrt und ab 17 Uhr Schützenplatz Mahnfeuer. Ja! Ja, wie gesagt, wer will, unterstützt natürlich die anderen Städte auch. Das, was wir hier geschaffen haben, ist natürlich schön und wir werden auch weitermachen, solange es geht, solange es wir nicht verboten kriegen. So, bis nächste Woche.